Hallo und herzlich willkommen. In diesem kleinen Video möchte ich eine kurze Einführung in die Arbeit mit Excel geben. Wenn Sie Excel öffnen, dann sehen Sie diese Ansicht. Sie sehen ein leeres Tabellenblatt, leere Zellen und im oberen Bereich sehen Sie den Blick auf die Funktionen. Die Funktionen sind in verschiedenen Bereichen gegliedert. Hier haben Sie im Startbereich verschiedene Formatierungsfunktionen für Schriftarten beispielsweise und für Farben. Sie haben bestimmte Ausrichtungen, Sie haben Formate, die Sie auf die Zellen legen können und so weiter. Sie sehen, dass das weitergeht in den anderen Reitern und dass dort die Funktionen spezieller und breiter werden. Insbesondere hier sehen Sie nochmal, dass auch verschiedene andere Bereiche mit Funktionen dort abgedeckt werden. Mathematisch, finanzmathematisch, was interessant ist. Und auch mit Zeiten kann man hier verschiedene Funktionen ansetzen. Ja, wenn wir Funktion sagen, dann möchten wir die Funktion jetzt natürlich auch irgendwie anwenden können. Und die Anwendung passiert in den einzelnen Zellen. Und was kann ich jetzt eingeben in so eine Zelle? Im einfachsten Fall kann ich einen Text eingeben, beispielsweise hier einen Text für Wert und damit könnte ich jetzt die Zelle rechts daneben beschriften oder darüber oder wie ich mir das auf dem Tabellenblatt organisieren möchte. Und ich kann jetzt hier in dieser Zelle beispielsweise rechts daneben einen Wert eingeben, sag mal 3, und in der Zelle darunter gebe ich vielleicht einen anderen Wert ein, 3,4, und hier gebe ich dann vielleicht noch einen anderen Wert ein. Und bei diesem letzten füge ich vielleicht auch noch eine Währungsangabe dazu. Also 3,4 Euro. Und da sehen Sie, dass hier bei dieser Eingabe schon ein erster kleiner Automatismus von Excel wirkt, nämlich das automatische Erkennen von Zellenformatierungen. Wir haben eigentlich nur 3,4 Euro eingegeben und Excel erkennt dieses Eurozeichen, was eingegeben wurde, und macht uns dann hier eine Formatierung daraus. Die Formatierung für die Währung. Und eine Währung ist üblicherweise so formatiert, dass man vor dem Komma die entsprechenden ganzen Euro hier in dem Fall stehen hat und nach dem Komma die Nachkommastellen. Und dort rechnen wir bei der Währung mit 2 Nachkommastellen. Also macht Excel aus der eingegebenen 3,4 mit der Währungsformatierung hier die 3,40 € inklusive dem Währungszeichen raus. Wenn wir jetzt die anderen Zellen auch so formatieren möchten, können wir das auch machen, indem wir hier die Währung auswählen. Und dann haben wir die ganz ähnlich formatiert wie diese letzte Zelle hier für den Gewinn. Das Eintragen und Beschriften dieser Werte ist jetzt erstmal eine grundlegende Funktion. Und was Excel auch gut kann, insbesondere schneller kann, als wir das wahrscheinlich können, ist Funktionen auf diese Werte anzusetzen und uns bestimmte Werte auszurechnen. Eine Funktion wird immer durch das Ist-Gleichzeichen eingeleitet. Das heißt, wenn Sie auf Zellen bestimmte Berechnungen durchführen möchten oder in Zellen bestimmte Funktionen anwenden möchten, dann schreiben Sie zuerst das Ist-Gleichzeichen auf und dadurch weiß Excel, aha, jetzt kommt also hier eine Formel und es muss eine Berechnung durchgeführt werden. Und jetzt könnten wir im einfachsten Fall, wenn wir diese drei verschiedenen Werte addieren möchten, hier diese drei Zellen einzeln angeben, indem wir beispielsweise draufklicken oder indem wir explizit eintragen, dass das jetzt die Zelle B4 ist. Wir drücken Enter abschließend und wir sehen, dass wir genau die Summe 9,80 € hier ausgerechnet bekommen für die Werte, die wir hier angegeben haben. Wenn Sie in das Eingabefeld hineinklicken, dann sehen Sie auch noch einmal farblich markiert, welche drei Zellen hier eingeflossen sind in die Berechnung. Und Sie sehen auch, damit Sie es wiederfinden, mit blau markiert hier B2, mit rot markiert B3 und mit lila markiert B4. Jetzt haben wir aber auch für diese Funktion, für die Summation, noch Erleichterungen, die uns Excel bietet. Und zwar gibt es eine Funktion, die durch einen Namen abgekürzt wird. Eine Funktion, die bei der Summation, beim Addieren unterstützt. Und das, was wir machen müssen, um diese Summation als Ergebnis zu bekommen, ist, dass wir diese Funktion eben benennen, ist gleich Summe.
und dass wir dann in die Klammer aufschreiben, was summiert werden soll. Das kann jetzt im einfachsten Fall wieder so sein, dass wir durch Semikolon getrennt die einzelnen Zellen auflisten und dann Enter drücken. Gleiches Ergebnis. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt uns das Leben ein bisschen einfacher machen und sagen, wir möchten einen Bereich angeben, also beispielsweise hier diesen Bereich. Dann, was müssen wir machen? Nochmal langsam gezeigt. Wir müssen auf die erste Zelle klicken, gedrückt halten und nach unten ziehen. Loslassen auf der letzten Zelle. Und Sie sehen, es wird automatisch hier dieser Bereich in der Summenfunktion übernommen, und zwar B2 Doppelpunkt B4. Der Doppelpunkt steht an dieser Stelle dafür, dass alle Zellen, die in diesem Bereich von B2 bis B4 sich befinden, das ist jetzt noch die Zelle B3, die da auch drin liegt, für die Summation mit einbezogen werden soll. Wir schließen das mit der schließenden runden Klammer, drücken Enter und bekommen das Ergebnis. Und genauso, wie wir das jetzt hier für diese drei übereinanderliegenden Werte gemacht haben, so können wir das auch für eine Matrixdarstellung beispielsweise machen. Wenn Sie also beispielsweise hier diese Werte in einem bestimmten Bereich eingetragen haben, dann können Sie auch wieder darüber die Summe bilden. Relativ einfach, wenn Sie das Gleiche nutzen, was wir eben gesehen haben, also Summe, Klammer auf, dann Klick auf linke obere Zelle, loslassen auf rechte untere Zelle, runde Klammer schließen, Enter und Sie bekommen das Ergebnis ausgerechnet. Sie gehen hier nochmal rein zur Kontrolle und sehen, dass dieser Bereich ausgewählt wurde, um die Summe abzubilden. Sie können auch Funktionen und Rechenoperationen beliebig miteinander kombinieren. Also beispielsweise, wenn Sie hier die Summe haben und jetzt das noch mit einem Faktor multiplizieren möchten, dann können Sie sagen, der Faktor soll jetzt beispielsweise die 4 sein. Dann wird jetzt diese Summe mit der 4 multipliziert. Und Sie sehen, das Ergebnis ändert sich entsprechend. Wenn Sie diesen Faktor aus einer anderen Zelle beziehen möchten, dann können Sie in eine andere Zelle diesen Faktor eintragen. Und dann können Sie beispielsweise auch nach der Summation dieses Bereiches hier mit dieser einzelnen Zelle multiplizieren. Und es kommt das gleiche Ergebnis, wie zu erwarten ist. Sie können auch, wenn Sie möchten, wieder mehrere Summen miteinander kombinieren, beispielsweise durch eine Multiplikation. Wenn ich jetzt hier vielleicht habe 4 und 5 und ich möchte hier erst die Summe bilden, ich mache mal zur Kontrolle hier diese Summe. Und dann möchte ich jetzt diese 9 mit dem, was hier als Summe herauskommt, multiplizieren. Dann könnte ich beispielsweise auch hier diese Summe noch anhängen als weitere Funktion. Ich trage diesen Bereich ein und erhalte auch hier das Ergebnis. Und wenn Sie draufklicken, dann sehen Sie wieder entsprechend, was hier einfließt. Diese Summe steht jetzt hier für diese zweite Funktion, die irgendwie mit für die Berechnung herangezogen wird. Und das kann natürlich auch eine beliebige andere Funktion sein, die hier kombiniert wird. Mit Multiplikation, mit Division, mit Addition, Subtraktion oder auch mit der Verschachtelung von Funktionen, je nachdem, wie man das für den Anwendungsfall braucht. An dieser Stelle dann nochmal der Hinweis, was für Funktionen stehen zur Verfügung. Sie können hier in diesen Bereichen schauen, welche Funktionen zur Verfügung stehen. Sie können aber auch, wenn Sie eine neue Funktion anwenden möchten, mit dem Ist-Gleich starten und dann hier auf das Fx-Zeichen gehen. Und dann sehen Sie hier beispielsweise, dass Sie in den Funktionen suchen können. Und wenn Sie hier nach Summe beispielsweise suchen, dann sehen Sie hier, dass alle Funktionen angezeigt werden, die irgendwie eine Summe in der Beschreibung enthalten haben, und da sehen Sie eben auch unsere Funktion Summe, die wir vorhin genutzt haben. Wenn ich hier die Summe doppelt anklicke, dann komme ich noch zu einer anderen Eingabemöglichkeit für die Parameter der Summe. Ich
mache das mal. Ich sehe dann nämlich hier, dass ich hier Zahl 1, Zahl 2 eingeben kann. Also beispielsweise, wenn ich jetzt hier diese Zahl habe, dann kann ich das in die Summe einfließen lassen und vielleicht als zweite Zahl noch diese Zahl. Und ich kann auch, wenn ich das möchte, Bereiche einfließen lassen, die dann übersetzt werden wieder in diese Darstellung mit dem Doppelpunkt. Ja, jetzt habe ich etwas anderes hier ausgerechnet als diese Summe über alle Werte innerhalb der Matrix. Aber ich drücke dann nochmal OK und bekomme dann den Wert entsprechend angezeigt, der hier ausgerechnet wird aus den einzelnen Summen der Werte.